Theodor Fontane war sich sicher, der Zauber steckt immer im Detail. Wichtigstes Detail seiner Zauberkunst war ein rotes Tüchlein, das er in einer Papiertüte verschwinden und wieder erscheinen ließ. Urte Blankenstein hat ihrem Lebensfreund Peter Kersten, dem Zauberpeter, ein solches Tuch für seine letzte Reise mitgegeben, damit er künftig die Engel verzaubern kann. Also wenn Sie hier vorne links sitzen, dann zeigt der Pfeil nach links in die linke Richtung. Hinten übrigens zeigt der Pfeil auch nach links, dann gehen Sie hinten links raus, also vorne nach links und hinten nach links. Sollten Sie allerdings rechts sitzen, dann gehen Sie also vorne rechts raus, hinten auch rechts raus, also immer nach rechts gehen. Wenn Sie allerdings vorn sitzen, dann bleiben Sie um Gottes Willen sitzen. Bitte stehen Sie nicht auf, denn sonst könnte es im Durcheinander passieren, dass nämlich die Damen und Herren von links plötzlich nach rechts laufen. Die Damen und Herren von rechts, die laufen dann ganz plötzlich nach links. Nein, stehen Sie wirklich nicht auf. Bitte bleiben Sie sitzen. Es gibt viele Zauberer, aber er stach wirklich hervor. Er war besonders. Und dass es ihn so gepackt hatte, dass er es zum Beruf machte, das war seine Berufung. Also hier haben wir das Glas. Das Glas. Und hier haben wir die Flasche. Und mit Simsalabim ist das Glas hier und die Flasche da. Schloss Kuckuckstein, ich war nur einmal dort vorher, eben zu dieser Sendung. Und das war im Kaminzimmer, war das, mit Gästen, die dort waren. Ja, und da schwebte ich. Wir hatten einen Manager, den Kurt Ludwig Schilling. Und der meinte, weißt du was, in dein Programm, da würde eigentlich gut ein Zauberer reinpassen. Ich hab nämlich einen. Und dann kam Peter um die Ecke und Peter sagte, Kinderprogramm, nein, habe ich nie gemacht und kann ich nicht. Und Schilling meinte, du spielst wie für Erwachsene, nur besser. Und du nennst dich Zauberpeter. Vielleicht ein bisschen Mehl. Und was brauchen wir noch? Salz. Ein bisschen Salz. Und Zucker. Und Zucker? Ich habe nur Pfeffer. Geht doch Pfeffer? Das wird ja dann ein scharfer Vogel. Ich hoffe. Dann brauchen wir einen Deckel. Dann brauchen wir vielleicht noch ein bisschen Feuer zum Backen. Ein bisschen Feuer drunter. Und Simsalabim. Oh. Ich bin froh, dass ich mit ihm befreundet war. Es war ein sehr interessanter Mensch. Ja, eben auch verrückt, weil er genial war. Hinzu kam, dass er den Doktor in physikalischer Chemie gemacht hatte und dadurch Tricks erfinden konnte, die nur er wusste, wie so etwas entstehen und gehen kann. Mich hat am meisten fasziniert seine Fingerfertigkeit. Er hat viel Tischzauberei gemacht. Da saßen wirklich der König von Spanien neben ihm. Man konnte ihn anfassen. Und der ließ was verschwinden, der ließ was erscheinen. Man hat wirklich gedacht, das geht mit den Augen nicht richtig. Der Becher ist leer. Und in den Becher kommen die drei Münzen. Also hier sind die drei Münzen. Das ist der leere Becher. Drei Münzen und, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Hier sind zwei Münzen und hier ist ein. Ich kann die Dinge auch blitzschnell verwandeln. Das ist bei magischen Shows stets der Clou. Denn werd ich dir mal die Show nicht verschandeln. Ich mach ganz einfach dasselbe wie du. Nach der Wende war für alle Künstler alles vorbei. Auch für den Zauberpeter. Aber Peter war nie der Mensch, der sich hinsetzte und wartete, der machte, der musste irgendwas machen. Und er hatte
immer sehr viel Freude am Filmen gehabt. Und da kam er auf die Idee und hat beim MDR angefragt, beim Reisemagazin Windrose. Er reist durch die Welt und ob er da nicht vielleicht Reportagen drehen könnte. Und da ist man darauf eingegangen. Er wusste, dass er sehr krank ist und er rief an und sagte, meinen 80. Geburtstag will ich unbedingt ganz groß feiern. Und es war ein Glückstag für ihn. Er hat gezaubert, seinen Standardtrick, das Tüchlein in einer Tüte verschwinden lassen, die Tüte aufrollen, weg, die Tüte wieder zusammenrollen und das Tüchlein wieder rausholen. Ich nehme jetzt die Dinge, wie es kommt. Lass den Zug einfach noch ein bisschen ausrollen. Ja, und dann war's das. Bis zum nächsten Leben, nicht? Was für mich bleibt, ist die Erinnerung an einen Lebensfreund, an einen großen, genialen Künstler.